Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Ignodum. Ja, ihr seht's richtig. Welcome to Animal Crossing New Horizons mit dem Zwergenfürst. Yo! So, die Ladezeit, die man ein bisschen verkürzt, die ist nämlich ein bisschen dolle, lang. Ja, willkommen zu einem kleinen Let's Show. Animal Crossing New Horizons mit dem Zwergenfürst. Auf der Nintendo Switch natürlich, wo sonst. Ja, das bin ich. Das ist mein Animal Crossing Avatar. Joa. Ich habe Animal Crossing jetzt erstmal. Oh, ein Kirschbaum. Das habe ich jetzt auch noch nicht entdeckt. Ja, ich hab Animal Crossing privat die letzten Tage gespielt. Ich habe das. Kann man so sagen. Ich habe das zu Weihnachten geschenkt bekommen, Animal Crossing New Horizons. Ich habe Geld bekommen zu Weihnachten und habe mir das dann so viel von dem Weihnachtsgeld gekauft. Und wir haben keinen Platz mehr im Inventar. Da seht ihr mein Inventar. Ich habe hier noch ziemlich viel Unkraut im Inventar, weil ich gerade eben gepflückt war. Und ja, die Insel ist frei von Unkraut. Aber der Shop hat halt zu. Und ist es halt jetzt, können wir irgendwie auf die Uhr gucken? Ja, hier 2.33 Uhr. Das ist auch hier. Ich nehme halt relativ spät auf. Das ist, ja, gerade schwierig mit den Jobs und so. Aber ich habe tatsächlich schon einen Job. Ich wollte extra darauf warten, dass ich euch das erst zeige, wenn ich hier schon Museum und Laden eröffnet habe. Ich wollte euch nicht roh auf die Insel draufschmeißen. Ich habe hier schon Kirschbaum gepflückt. Ich habe hier schon einiges. Ich wohne nicht mehr in einem Zelt, sondern im Haus. Hier steht schon das Museum, heute gerade eröffnet. Da habe ich schon Campingfeuer gemacht, kann man sich hier gemütlich hinsetzen. Oder den Stein verrücken, der eigentlich dort stehen muss. Hier ist eine Pfanne, da kannst du schön Bohnen über dem Feuer machen oder so. Ja, Online-Modus habe ich tatsächlich noch nicht, weil meine Online-Mitgliedschaft abgelaufen ist, falls das mal bedarf. Nicht über die Blumen laufen. Falls da mal Bedarf ist, falls jemand auf meine Insel kommen will, falls mich mal jemand besuchen will, falls das mal der Fall ist. Ist ja viel Fall hier gerade. Tja, die Taschen sind voll. Ich sollte vielleicht mal das Unkraut mal in die Bude packen und da mal eben ja, dass hier mal ein bisschen was einsammeln kann. Ins Lager packen und dann später abholen. Ja, seit wie lange spiele ich jetzt? Seit mindestens einer Woche spiele ich das jetzt hier schon. Mehr als 7, 8 Tage so ungefähr in dem Dreh. Über eine Woche spiele ich das Spiel jetzt schon privat. Habe mich auch hier schon ein bisschen eingerichtet. Ja, hier hängen noch ein paar Klamotten an der Wand. Der hübsche Rock hier. Könnte ich auch mal ins Dingens packen, ins Lager. Ja, so sieht meine Bude aktuell aus. Eine kleine, ja, ein bisschen anfängermäßig. Ja. Das Bett ist jetzt hier eigentlich, das sah für mich so hübsch aus, aber es ist ja eigentlich. Das ist hier für eine Traumreise. Du kannst dich aber auch noch ausruhen. Vielleicht finden wir auch irgendwann ein anderes Bett. Hier kann man. Ja, habe ich schon eine Musik, die ich spielen kann. Das DJ-Pult. Na, let's go. Ach, das ist die Musik, die gerade gelaufen ist. Im Radio läuft auch nichts Besseres. Okay. Ja. Ja, kann man leider nicht drauf grooven, kann man hier leider nicht. Ja, oder wie man das nennt. Eine Switch. Hier drin. War arschteuer. Nimm in Game Geld. Ich würde gerne aufräumen, weil meine Taschen sind voll. Ja, das ist typischer Zwergi. Das ist, kennt man. Hier meine kleine Spielzeugkiste. Ja. Ich wollte hier ein bisschen Unkraut ins Lager packen. Ich
bin hier ein totaler Anfänger. Ich habe das erst von der Woche aber geliefert bekommen oder so. Ich habe das erst vor 2 Wochen oder so geliefert bekommen. Ich weiß nicht, ob in der Woche, 2 Wochen, keine Ahnung, irgendwo in dem Dreh so. Ihr werdet mich jetzt wieder verfluchen, dass ich Unkraut ins Lager packe. Das ist jetzt hier wieder wahrscheinlich eine unmenschliche Sache. Das kann man natürlich in einem Crossing eigentlich nicht machen. Ich mache es natürlich nur, um es euch zu zeigen, wie man es nicht macht. Das ist natürlich, das mache ich nicht mit Absicht. Das ist natürlich jetzt hier nur, das ist alles nur zur Präsentation. Das würde ich niemals ernsthaft machen. Das ist natürlich übelst falsch. Das ist, ja, natürlich. Oh, hier mal ein paar Kirschenpflanzen. Ja, Pflanzen können wir jetzt auch gleich wieder. Den Sprungstab brauchen wir jetzt erstmal hier nicht, weil wir, da war ja schon eine Brücke. Das ist ja relativ neu. So, wo wollen wir denn hier mal? Ah ja, hier, das ist auch hier neu. Da stehen hier die ganzen, mit den Bauhelferboxen, da stehen hier die 3 neue Bewohner kriegen wir hier. Das werde ich euch gleich auch noch zeigen. 3 neue Bewohner kriegen wir demnächst hier. Ja, da müssen wir jetzt hier Items für drinnen und draußen. Die edlen Herren uns daran, die haben natürlich hier. Die sind sich natürlich zu fein in Zelten. Also ich bin, als ich auf die Insel gezogen bin, im Zelt geschlafen. Also ich habe hier in einem Zelt geschlafen. Hier ist übrigens mein Blumenbeet. Was jetzt hier noch umzäunt werden soll, können wir vielleicht heute ein bisschen weitermachen. Da werde ich nämlich gerade dran waren, dabei hier die Baumklotz-Sets hier zu basteln und das dann halt zu umzäunen, dass da keiner mehr in die Blumen tritt. Das muss ja so richtig sein. Das ist hier, damit man hier von oben runter rankommt, dass man hier nicht aus Versehen durchläuft. Wenn ich Gäste auf der Insel habe, dass das dann hier mal mein Blumenbeet verschont bleibt. Das Blumenbeet ist, ich habe gehört, ich habe das noch irgendwo im Hinterkopf. Ich habe damals vom Let's Play Markus und bei Zombie habe ich einmal Crossing New Horizons, als das rauskam, als das released wurde, habe ich die Let's Plays gesehen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass man da irgendwie die Blumen in bestimmte Reihenfolge anordnen kann und dann daraus irgendwas züchten kann. Das habe ich jetzt natürlich noch nicht gemacht. Ich werde es bestimmt noch irgendwie machen. Das ist jetzt einfach so aus Spaß nach Farbe sortiert hier. Das hat noch keinen. Auch dafür könnt ihr mich wieder haten, aber ja. Hier können wir hier gerade mal einen Kirschbaum pflanzen. Hier gerade mal den alten Baumstumpf raus. Habe ich mal versehentlich gefällt, um mal in Holz ranzukommen. Ich zeige euch auf jeden Fall gleich nochmal das Museum. Den Shop kann ich euch leider nicht zeigen. Der hat zu. So, hier pflanzen wir noch einen Kirschbaum. Dann können wir noch drüben einpflanzen. Das ist schön. Mehr Bäume gibt hier. Nicht nur 3-4 Kirschbäume, sondern das ist auch mal mehr Kirschbäume für die Insel. Ja, so sieht's aus. Ich habe hier die Insel gewählt mit der kleinen Insel in der Mitte. Da gibt es hier so eine kleine runde Insel, die nirgendwo angrenzt. Da ich wohl irgendwann werde ich da meine Brücke bauen, dann werde ich hier mein Haus mitten auf der Insel eröffnen. Da habe ich hier eine kleine Insel. Ein Inselhaus. Und dann werde ich, sobald es Terraforming gibt, hier werde ich das auch in Form einer Krone anpassen, werde ich jetzt hier so eine kleine Kroneninsel machen. Passend zum Zwergenfürst. Ich zeige euch immer die Insel da oben, geht es jetzt auch noch lang. Da gibt es ja eine Leiter, die wir schon haben. Können wir da auch noch hochklettern. Hier Schneemann habe ich auch schon gebaut, der ist mir ein bisschen misslungen. Ja. Der Kopf ist ein bisschen zu groß. Hier wachsen Kokosnüsse. Wo habe ich denn das Haus vom, ich glaube, das steht da oben drauf, vom dritten Typen hingestellt. In der Leiter kommt man hier hoch. Hier, da steht den dritten Haus, 3 habe ich hier ganz abseits. Das ist, ich weiß noch nicht, wer da einzieht. Oh, hier können wir Schneemann bauen. Wenn ich hier live in der Folge, na live ist das hier nicht, aber direkt in der Folge. Und das ist der nächste Ball, können wir hier direkt mal einen Schneemann bauen. Willst du einen Schneemann bauen?
Let it go. Ja. Das ist das Niveau, auf dem sich das hier ab auf meinem Kanal abläuft. Ja. Falls ihr neu seid, ja, willkommen. Das ist jetzt hier. Das ist Zwergenfürster P. Ich bin nicht immer so, aber meistens. Immer öfters. So, Schneemann. Versuche jetzt mal einen guten Schneemann hinzukriegen. Ein perfekter Schneemann ist hier selten, aber da muss ich ihn noch ein bisschen üben. Bitte nicht zu sehr haten. In den Kommentaren, ich spiele das erst seit einer Woche. Bin auch nicht der Ultra-Pro. Na, schon groß genug, oder? Na, genau eine Runde um den Baum hier. Und wieder zurück. Mit der Leiter in der Hand. Und jetzt den kleinen Kopf oben drauf. Jetzt aus Versehen wie Windsegen. Nein. Und weg hier. Nicht einen winzigen Körper und einen riesigen Kopf. So soll es nicht. Und den Ball auch nicht kaputt machen. Ah ja, jetzt kann er gerollt werden. Rolle, die Rolle, die Rolle. Ja, was gibt's Neues auf meinem Kanal? Ich streame jetzt. Ja, das Video, das wird jetzt, ich glaube, das kommt nämlich, also das ist am 28. Der 28. Heute ist der, ihr habt es glaube ich gesehen auf der Uhr hier unten, wird es sagen, 27. Ich nehme das wirklich kurz vor knapp auf. Am Morgen des 27. Das ist jetzt hier wirklich fast brandaktuell. Ich glaube, die Kugel geht fast, die können wir als Kopf benutzen. Na komm. Oh, sieht nicht schlecht aus. Oh, knapp daneben, ist leider auch vorbei. Mein Kopf passt nicht so ganz zu meinem Körper. Aber ich nehme es mal locker flockig. Ist auf jeden Fall besser als nichts. War auf jeden Fall nett, mich zu erschaffen. Ich muss jetzt eben selbst etwas an mir arbeiten. Ja gut, es ist halt der perfekte Schneemann ist nicht. Ich habe glaube ich schon drei, ich habe schon zwei oder drei gemacht. Das kann man hier gleich mal sehen, hier in den Nook-Mitteilungen. Da sieht man hier, was ich alles schon gemacht habe. Hier bei Schnee, bei Schneekünstler. Ja, drei habe ich schon, drei perfekte Schneemänner habe ich schon. Annehmen können wir auch gerade mal. Ich wollte euch mal die Bewohner zeigen, falls die nicht schon schlafen. Wenn ich hier mit auf der Insel habe. Die werden wahrscheinlich schon schlafen. Jetzt verkacke ich es natürlich. Für die Kamera. Vorführeffekt. Ja, ist klar. Das ist also das mit dem Angeln vor der Kamera, das ist natürlich. Das ist Vorführeffekt. Das muss da. Das ist beim. Es klappt immer privat, aber das ist dann das. Na, privat hat es auch nur. Ich bin nicht so ein Angler hier. Aber von der Kamera schafft man dann natürlich erstmal erst recht nicht. Schneeflockenfang habe ich auch schon öfters gemacht. Bin schon am Schlafen oder Ludwig haben wir hier. Ein Ludwig. Eine Silvia. Was steht da? Bin unterwegs, sollte es wichtig sein. Such mich. Ich such dich. Du bist auch unterwegs. Tanke gerade eine Energie, bitte nicht wecken. Okay, Ludwig ist am Schlafen. Und Silvia ist unterwegs. Vielleicht finden wir Silvia hier irgendwo auf der Insel, während wir hier umherlaufen. Oh, ein Geschenk. Oh, da ist doch Silvia, die sehe ich doch schon, die läuft doch schon. Die ist ein bisschen hässlich, aber ich liebe auch hässliche Leute auf meiner Insel. Ich habe auch schon ein paar Nook-Flieger-Meilen oder sowas, wie das hieß, ausgegeben. War schon auf ein paar. Na komm, jetzt hier Vorführeffekt kriege ich nicht hin. Na komm. Als ob man. Hallöchen. Verdammt. Ja gut, lassen wir es bleiben.
Ach, verdammt. So dieses Sevier. Was gibt's noch? Jetzt flott, flott. Ich spreche jetzt immer so ein Mist. Lass uns quatschen. Oh, wichtige Neuigkeiten. Das Zeitleben ist für mich Geschichte. Ich habe jetzt ein Haus. Flott, flott. Meine Zelte sind schon cool. Und so, aber ich kann in dem Haus mehr Zeugs unterbringen. Außerdem habe ich eigentlich das Gefühl, wirklich hier zu wohnen, anstatt mir nur zu Hause. Schön, schön. Mit dem anderen Typ können wir gerade nicht reden. Wir können mal ins Museum gehen, das wollte ich mal machen. Schneeflocke, können wir bestimmt irgendwo viel gebrauchen. Jo, das ist meine Insel. Vielleicht wird auch gleich noch gesagt, auf welcher Insel. Jetzt sagt mir das irgendjemand. Können wir hier gerade mal reingehen. In das Servicezelt. Ich glaube, Servicezelt heißt das. Ja, der Tom Nook hier. Ah, Zwingi, hallo, hallo. Was darf es denn sein, was liegt an? Sag, ich bin ganz Ohr. Einweihung, das können wir auch gleich mal machen. Einweihung feiern, das ist auch ganz lustig. Können wir gleich jetzt machen. Warum nicht? Ah, du willst mitfeiern, Zwingi. Wir feiern gleich mehrere Anlässe. Auf einmal, ach, Khazad-dûm ist wahrlich eine Insel vom Glück. Da wurde es gesagt. Khazad-dûm habe ich meine Zwergenfürstinsel genannt. Übersetzt die Stadt der Zwerge. Das ist ins Deutsche übersetzt Stadt der Zwerge. Khazad-dûm. Khazad der Zwerg-dûm. Die Stadt. Irgendwie so. Vielleicht habe ich es auch falsch übersetzt. Ist halt so ein bisschen. Ist halt schwierig, so von der Zwergensprache zu übersetzen. Das ist natürlich. Ja. Was Kreativeres konnte mir nicht einfallen. Möchtest du an einer dieser Feiern teilnehmen? Nuxlan, das Museum, eine Brücke oder eine Brückeneröffnung, das ist natürlich das. Das muss ja gefeiert werden, das ist natürlich das Wichtigste überhaupt. Dann fangen wir mit dem Wichtigsten überhaupt an. Eröffnen wir eine Brücke. Klasse. Lass uns anfangen. Eine Brücke, das ist das Phänomenalste überhaupt hier. Das ist. Muss man machen. Also dann. Ach, da ist auch der. Das ist der Blutfisch. Links neben mir. Oder rechts. Je nachdem, aus welcher Perspektive man das sieht. Also dann. Die Brücke wurde nun fertiggestellt. Und das wollen wir heute gemeinsam feiern. Applaus. Danke. Vielen Dank. Ich denke, die neue Brücke ist ein Meilenstein in der Entwicklung unserer einst so verlassenen Insel. Ich hoffe, wir werden dann auch weiterhin neue Brücken schlagen zum Wohle dieser wundervollen Insel. Applaus. Nun gut, die Feier neigt sich dem Ende zu. Alle, die zum Andenken gern noch ein Foto hätten, sollten die sich bereit machen und den Kameraknopf drücken. Bin ich gerade im Dunkeln auf der Kamera, auf dem Controller, auf dem Pornkontroller suche. Ja, in diesem Sinne. Die Brücke, so wie Khazad-dûm, verliehen zum Abschluss ein lautes Hurra. Also, Hurra. Hoffentlich nicht zu spät. Egal, ich hab's auf Video. Was soll das? Ich danke euch allen. Damit wäre unsere Feier beendet. Bitte gebt Acht auf dem Heimweg. Ja, es ist so ein langer Heimweg. Ich finde bestimmt nicht hin. Es ist so groß ist die Insel. So gut gleich die nächste Einweihung nacheinander. Also wir feiern heute. Es ist heute Tag der Feiern. Das ist heute hier festiv. Das ist jetzt hier wirklich ein feierlicher Tag. Was feiern wir als nächstes ein? Genau, was feiern wir als nächstes ein? Einweihung feiern. So. Na komm, laber nicht. So, natürlich. Ja, warum nicht? Das Museum zum Schluss. Machen wir das Museum zum Schluss und dann können wir auch gleich reingehen. Können wir gleich. Passt das ganz gut. Können wir den Nux da an? Können wir sowieso nicht besuchen, weil der hat zu. Das Museum hat hoffentlich offen. Mal schauen. Um 2 Uhr nachts ist das auch ein bisschen. Tja, mittlerweile fast 3 Uhr nachts. Klasse, wie schnell die Zeit vergeht hier, wenn man einmal Crossing aufnimmt. Klasse, lasst uns auch anfangen. Ich muss
muss mal gucken, wie ich dann den Schnitt setze und wie ich das dann zusammenschneide. Das ist, sie wird wahrscheinlich jetzt hier labern ohne Pause und dann. Und habe ich eine Stunden, zwei Stunden Aufnahme und dann habe ich die Zeit vergessen und dann. Also dann, Nuxladen wurde nun fertiggestellt und das wollen wir heute gemeinsam feiern. Es ist übrigens ein bisschen dunkel, weil es ist nachts, das ist deshalb, es ist halt, wenn das Bild euch ein bisschen zu dunkel ist jetzt, es ist halt zappenduster hier auf der Insel. Es ist kurz vor drei. Nuxladen wurde, das habe ich schon vorgelesen. Applaus. Logisch. Die kleinen Kinder hier von Tumnuk, die sind auch ganz toll. Danke, vielen Dank. Khazad-dûm war zu Beginn nichts weiter als eine einsame, verlassene Insel. Doch nun sehen wir stetiges Wachstum dank der Bemühungen von, nun ja, von euch allen. Vor allem von mir, oder? Das ist ja hier, ich habe die Materialien gesammelt für das. Das ist ja, das war ja, das war auch hier, das ist, oh Mann. Das war ja auch eine spezielle Sache. Nun möchte ich Nepp und Schnepp um ein paar Worte bitten, als Repräsentantin von Tumnuxladen. Ja, da kann ich dann wahrscheinlich zukünftig mein Unkraut abliefern. Das konnte ich zumindest bisher bei ihm. Also bei einem, der, ich glaube, Schlepp war. Nee, Nepp oder Schlepp. Egal, einer von denen. Das sind ja Zwillinge. Wenn ihr so freundlich wärt. Danke, Khazad-dûm. Ja, das ist der Grund dafür, dass wir einen richtigen Laden aufmachen konnten. Mein Bruder und ich waren während der Nacht daran arbeiten, ihre Erwartungen zu erfüllen. Also besuchte uns oft. Ja, ich danke euch beiden. Und nun ein paar Worte von jemandem, dessen wertvolle Beiträge Nuxladen ernst möglich gemacht haben. Ich spreche natürlich von Zwergi. Ach, das ist doch nicht nötig. Das ist ja diese Ehre. Das ist jetzt hier. Das ist doch. Ihr müsst doch. Ich will mich doch nichts. Ich hab's gerne gemacht. Ja, ich hab's gerade. Ich hab gerade gesagt, dass das Aufwand war. Aber das ist ja. Das müsst ihr jetzt. Das ist ja. Ist doch. Der müsste jetzt mich doch hier nicht so auf den Podest stellen. Ist doch. Das ist doch nicht nötig. Möchtest du dem etwas hinzufügen, Zwergi? Gut gemacht. Wir sind spitze. Yippie. Jebi. Den Blick. Tja, gut gesprochen. Danke für diese aufbauenden Worte, Zwergi. Nun gut. Die Feier neigt sich dem Ende hinzu. Alle, die zum Andenken gerne noch ein Foto hätten, sollten sich bereit machen, um den Fotoknopf zu drücken. Ja, in diesem Sinne. Nuxladen sowie Khazad-dûm verdienen zum Abschluss ein lautes Hurra. Also, Hurra! Diesmal habe ich ein Video gespeichert. Mal schauen, ob es geklappt hat. Wenn nicht, habe ich es hier auf die Kamera. Ich danke euch allen. Damit wäre unsere Feier beendet. Bitte gebt Acht auf den Heimweg. Ich passe auf, dass ich nicht über einen Stein stolpere und an ein Bienennest gerate. Das bin ich öfter schon geraten hier auf der Insel. Wenn du mal ein bisschen Holz pflücken willst und hier ein bisschen an die Bäume rüttelst und so weiter, kann schon mal sein, dass man hier so ein bisschen, dass die eine Kokosnuss auf den Kopf fällt und ein Bienenschwarm dich bis zu deinem Haus verfolgt, dann kurz vor deiner Haustür sticht. Einweihungsfeier. So, das letzte machen wir jetzt. Jetzt machen wir nochmal, feiern wir nochmal die Einweihung des Museums. Wir wollen unser Museum feiern, das neue Schmuckstück auf dieser Insel. Hast du Lust? Habe ich. Let's go. Klasse, lass uns anfangen. Jo, oh, der ist rausgekommen. Der, verdammt, sein Name, wie war das nochmal? Das Museum wurde nun fertiggestellt und Eugen, Eugene, bin mir nicht sicher, aber Eugen wahrscheinlich. Das Museum wurde nun fertiggestellt und das wollen wir heute gemeinsam feiern. Danke, vielen Dank. Khazad-dûm war zu Beginn nichts weiter als eine einsame, verlassene Insel. Doch nun sehen wir stetiges Wachstum dank der Bemühungen von, nun ja, von euch allen. Ich denke, nun wären einige wenige Worte von Eugen angebracht.
der unser neues Museum leiten wird. Er betont das so, weil Eugen, der ist ein ganzer ja. Reden wir nicht drüber. Ja, der quatscht gerne. Eugen, du hast das Wort. Einwohner von Casadun. Ich riech's schon. Der wird jetzt hier wieder einen Vortrag halten. Und er so beginnt. Ich bin Eugen, bescheidener Kurator eures Museums. Es ist überwältigend, wahrlich überwältigend, ein so wundervolles Museum hier eröffnen zu dürfen. Ich wage dies eine Errungenschaft zu nennen, die nur durch einer Kooperation ermöglicht wurde. Diese Insel mit einem mannigfaltigen Ökosystem gesegnet. Sie ist ein wahrer Fundgrube fast fesselnder Spezies. Angesichts dessen bin ich fest entschlossen, ein Museum zu schaffen, das jeden mit Staunen erfüllen wird. Abschließend will ich der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass ihr das Museum auch zukünftig unterstützt. Na, da hat sich doch kurz gehalten. Ich habe da schon andere Dialoge gelesen. Schmerzhaft. Vielen Dank für diese bewegende Ansprache, Regen. Und jetzt lassen wir jene Person zu Wort kommen, deren Mithilfe das Museum erst möglich gemacht hat. Damit meine ich natürlich niemanden geringeren als Zwerg, unseren Inselsprecher. Was ich? Aber das ist doch... Okay, ja, das ist... Ich sag mal was Kurzes, was ganz Kleines. Ich will nicht lange reden. Ganz kurz. Möchtest du dem etwas hinzufügen? Wesenspitze. Let's go. Applaus. Tja, gut gesprochen. Danke für diese aufbauenden Worte, Zwergi. Nun gut. Die Feier neigt sich dem Ende zu. Alle, die zum Andenken etwa noch ein Foto machen hätten, irgendwas. Ich kann auch nicht mehr reden. Es ist spät. Sollten Sie bereit machen, den Fotoknopf drücken. Ist auch derselbe Text, ihr kennt ihn. Wir haben ihn zweimal vorgelesen. Ja, in diesem Sinne, das Museum sowie Casadun verdienen zum Abschluss ein lautes Hurra. Also, Hurra! Applaus von allerseits. Ich danke euch allen. Damit wäre unsere Feier beendet. Bitte gebt Acht auf dem Heimweg, dass ihr nicht um einen Stein stolpert. Euch verletzt, euch die Knie aufreißt und fürchterlich blutet und dran verrückt. An der Knieverletzung. Genau, das wird sein. Zwergi hat mal wieder zu viel Fantasie. Museum ist noch offen, können wir reingehen. Können wir bei der Gelegenheit auch unsere Dinge ziehen, ich habe ja ein paar. Wie heißen sie? Zeugs im Inventar. Das Ding ist das Zeug. Fossil. Genau. Hallo, Egan. So sieht man sich wieder. Zwergi, wenn das mal keine Freude ist. Nach langem Warten öffnet das Museum von Casadun heute endlich seine Pforten. Eine Vermählung von Know-how, Werkskunst und klassischem Inselleben, Improvisationstalent. Und freilich hat Casadun sein kulturelles Kronjuwel allein ihrer Spendabilität zu verdanken. Daher von mir aus tiefstem Herzen, in höchsten Tönen, ein himmelhoch jauchzendes Danke. Werfen Sie doch gleich mit mir einen Blick auf den Raumplan unseres famosen Hauses. Wie Sie sich befinden, sich zunächst einmal Zugänge nach links, nach rechts sowie in Richtung Keller. Hier führt zu Ausstellungssälen, in denen unsere bisher gestifteten Stücke zu sehen sind. Ach ja, ich hätte im Übrigen noch Neuigkeiten für Sie. Das Stiftungsverfahren wurde vereinfacht. Somit können wir ab sofort mehrere Spenden auf einmal annehmen. Das ist ja ein Segen. Da hatte ich drei Fossilen im Inventar und musste die erstmal einzeln analysieren und dann einzeln nochmal abgeben und dann ist es eine Last. Und wenn Sie hingegen meine Einschätzung zu einem Fossil oder Fisch möchten oder einem Insekt, dann sagen Sie einfach ohne zu zögern, ich hätte da was. Und nun
sollten, nein, müssen sie sich unsere Sammlung ansehen, deren Grundstein sie gelegt haben. Naja, so viel gibt es hier noch nicht zu sehen. Es sind halt jetzt hier nur die nötigen Sachen, die man braucht, um das Inventar, um das Museum zu eröffnen. Bei den Fischen ist ja noch ja nichts los. Das ist ein Fisch, ich glaube, ein Fisch habe ich mal abgegeben. Schwimmt hier irgendwo ein einsamer Fisch rum oder zwei. Das ist hier der Klauzfisch, der schwimmt hier rum. Ja, hübsch. Ein ganz kleiner Fisch. Es wird dann irgendwann mal, wenn ich irgendwann... Oh, hier schwimmt noch einer. Da steht nichts dran, oder? Ah, Haseln. 21. Januar 2021, gestiftet von Zwergi. Von wem sonst? Und das ist ein Goldfisch. Nicht Klauzfisch, sondern Goldfisch. Ja, hier ganz viele leere Aquarien hier. Es ist halt, gibt's nicht viel zu sehen. Ich kann hier mal durchlaufen, das ist es. Ich habe noch nicht viel. Also gerade beim Fischen habe ich hier gerade die zwei. Wie gesagt, ich habe halt hier wirklich das Nötige. Oh, hier ein Bullauge. Und dann noch Fisch dran vorbeischwimmen, dann ist das noch viel epischer. Das ganz große Museum, in dem gerade nichts los ist. Ist halt. Ich zeige euch das dann nochmal, wenn dann mal wirklich was los ist, dann können wir hier mal durchgehen, dann können wir hier neben den Haien schwimmen und so. Das ist dann halt das, neben den Haien laufen. Das ist dann praktisch, wenn wir halt dann, wenn wir auch was gefangen haben und auch was zum Zeigen haben. Ich gucke hier nur mal kurz rein und gehe dann raus. Ich laufe jetzt hier nicht immer durch die Gänge. Das ist jetzt hier einmal nur kurz reingeschaut. Hier ist das. Ist tatsächlich schon ein bisschen was. Das ist ja so die Dino-Sache, wenn ich hier abstellen kann. Wir kommen da später nochmal. Ich werd bestimmt noch einige Let's Show-Parts machen. Wie gesagt, es soll so eine Art Let's Show sein. Also so ein bisschen als Let's Show dienen. Das heißt im Prinzip, es kommen Videos, wenn Bock ist, wenn Zeit ist, wenn ich mal wieder was zu präsentieren habe. Also wenn es werden nicht regelmäßig Animal Crossing Parts kommen, aber es ist, wenn ich mal wieder einen Fortschritt erreicht habe, wenn ich zum Beispiel das Museum voll habe, werde ich das zeigen. Wenn eine Aktion ist, werde ich da was zeigen. Also wenn ich glaube, ich habe da irgendwie auf Twitter mal was gesehen, so dass da demnächst mal Faschingsaktion oder sowas stattfindet. Halt die Sommer-, Frühlings-, Winter-, Weihnachts-, Osterhasen-Aktion und so weiter kann man dann vielleicht auch mal zeigen auf dem Kanal. Der Kram ist da überall anders schon lief. Das nächste, was ich zeigen werde, wäre hier wahrscheinlich der starke Kandidat, wenn ich dann halt hier die Hütten voll gemacht habe. Wenn ich halt hier das, wenn dann, ich muss wahrscheinlich hier erstmal die Birnenschrank, Birnenbett, Topf, können wir gerade mal mit anfangen, Birnenschränke zu machen. Einen Birnenschrank zu craften, kann ich auch das Craften euch gerade mal präsentieren hier in dem ersten Part. Irgendwas herstellen. Können wir das Birnenbett schon herstellen? Wir können ziemlich viel schon machen. Dann brauchen wir eine Birne für. 10 Birnen brauchen wir für. Holz haben wir genug. Birnen, die habe ich vorher schon verkauft. Gut, dann machen wir das hier noch in diesem Part. Und danach würde ich, glaube ich, auch schon beenden. Ich muss das eventuell zusammenschneiden, weil ich habe wahrscheinlich schon massiv überzogen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich hier schon aufnehme. Mir kommt es vor wie, jetzt bin ich durch meine eigene Blumen gelaufen. So ein Dreck, naja, egal. Mein Blumenbeet ist ja woanders. Das ist eigentlich Blumenbeet. Das sind hier die übrig gebliebenen. Kann man gerne mal drüber durchlaufen hier. Die stehen hier nur so rum. Kirschen auch mal einsammeln. Die werden bestimmt nicht alle anpflanzen. Aber ein paar
Paar. Ist vielleicht sinnvoll, das erstmal pflanzen und dann die Früchte ernten und verkaufen. Gerade bei den Kirschen. Ich habe hier Birnen auf der Insel und Kirschen habe ich mir woanders hergeholt. Ja, hier ist mein. Was klingelt denn hier so im Spiel? Was herstellen? Ein Birnenbett? Das ist eine Birne zu wenig. Als ob. Ein Stab rausgeholt hier auf die Insel rüber und da muss doch bestimmt hier noch ein Birnenbaum sein. Nein, nicht. Als ob. Aber hier. Ja, was ich vorhin gesagt habe, wo ich mich selbst unterbrochen habe. Ich streame jetzt regelmäßig auf Twitch. Ich bin jetzt die letzten zwei Wochen fast täglich auf Twitch live. In Lego Harry Potter habe ich da viel gespielt. Auch andere Sachen. Ich habe kaum Zuschauer, deswegen followt mir auf Twitch, folgt mir auf Twitch. Eigenwerbung hier auf meinem Kanal. Ist in der Videobeschreibung verlinkt, irgendwo ganz weit oben. Mein Twitch-Kanal. So, Birnenbett. Können wir das schon mal erstellen hier. Da fliegen die Birnen rum und das Holz. Das Birnenbett ist fertig. Muss man aufpassen, dass man nicht nuschelt und ein bisschen was anderes sagt. Ich brauche hier wieder 10 Birnen. Wenn man dann Buchstaben verwechselt. Ja. Ist dann kein Birnenbett mehr. Items für drin können wir schon mal reinlegen. Ein Birnenbett können wir schon mal abgeben. Das Birnenbett. Ich habe ein Item abgegeben. Sehr schön. Steht es dran, dass ich es abgegeben habe oder was? Ja, steht ein Häkchen dran. Birnenschrank und Topf als nächstes. Ja, das mache ich dann durch mal privat weiterhin. Ich würde sagen, das nächste Video kommt, wenn die Leute hier eingezogen sind, dann können wir da mit denen noch sprechen, dann können wir mit denen noch was machen. Und wenn das Blumenbeet fertig ist. Also Aufgabe bis zum nächsten Part, bis zur nächsten Folge. Hier die drei Leute dort einziehen lassen. Dann müssen wir erstmal das Zeugs hier fertig machen. Zwischendurch bestimmt passiert bestimmt auch was anderes noch. Das werde ich euch dann zeigen. Und hier den Zaun drum machen. Das seht ihr dann in der nächsten Folge, wie das aussieht. Gut, ich würde dann an der Stelle auch bei diesem wundervollen Fackeln hier beenden. Und hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und den nächsten Part nicht verpassen wollt von Animal Crossing New Horizons Let's Show auf Zeigenfürst LP. Wenn es euch gefallen hat, glaube ich nach oben, glaube ich nach unten, bewertet das Video. Und ja, wie gesagt, folgt mir auf Twitch, da bin ich wahrscheinlich dann 28. Nee, ich glaube heute nicht, aber am Sonntag wieder auf YouTube. Und am Montag dann wahrscheinlich auch, am Montag sehr wahrscheinlich dann auch wieder auf Twitch. Bin ich Donnerstag, könnte fast sein. Ich muss mal kurz gucken. Wenn ich mal kurz gucke, ich habe ja mein Handy hier in der Nähe, wenn ich das mal kurz zu mir ziehe. Das können wir hier noch gerade mal, wenn wir hier gerade eh schon beim Labern sind. Sekündchen, das lässt sich doch herausfinden. Das lässt sich auch für euch herausfinden. Ich poste es immer auf Twitter. Ich poste auf Twitter, wenn ich live bin. Ich bin gerade live mit Link und so. Ich poste auch auf Discord und auf Twitter den Streamplan immer. Ja, Donnerstag tatsächlich, 28. Heute wird Creativeworks gespielt. Heute 18 Uhr Creativeworks zusammen mit Mordi. Also wenn ihr das hier seht, 14 Uhr. Heute Abend live. Schaut mal vorbei. Molly freut sich auch. Gut, ja, ansonsten habe ich ja schon alles gesagt. Glocke aktivieren, nicht vergessen. Ja, ihr habt Spaß am Streamen, habe ich auch schon gesagt. Man sieht sich, haut rein, habt einen angenehmen Tag und
Wir sehen uns dann im nächsten Animal Crossing Part oder heute Abend auch in Lego Harry Potter Jahre 1 bis 4 läuft ja gerade 18 Uhr. Lego Harry Potter Jahre 1 bis 4 und Livestream auf meinem Kanal. So viel Angebot hier. Ja gut, macht's gut. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.